Hey, na? Schön, dass ihr wieder da seid. Wir stellen euch heute ein neues Videoformat von uns vor. Und zwar möchten wir euch teilhaben lassen an einer Komplettrestaurierung eines T4s. Es wird mehrere Folgen geben. Los geht's, Steffen wartet schon. Der erste Teil beginnt. Der Weg, ich habe mal noch schnell die Tür zugemacht. Ja, gut. Ja, neue Videoreihe bei Van 360. Komplettrestaurierung eines T4s. Nämlich den von Rico. Genau. Den der ein oder andere vielleicht schon kennt aus unserem Übergabevideo mit Claudia, die ihren Bus bereits einmal komplett hat restaurieren lassen bei uns. Jetzt ist seiner dran. Er fand ganz gut, was wir getan haben und ist mindestens genauso großer T4-Fan wie Claudia. Ja, ist ja auch ein Synchro, ne? Genau, definitiv. Falls jemand noch einen T4-Synchro übrig hat, für die Tochter wird ebenfalls noch einer gesucht, schreibt uns gerne dazu an. Genau. Darum soll es heute aber nicht gehen. Steffi, es wäre ganz cool, wenn du einmal im ersten Schritt erzählst, was bei dem Bus denn alles in Planung ist. Genau. Ja, also nachdem der Bus ja von uns gecheckt wurde im Karosserie- und Technikbereich, hat Rico jetzt den Bus dann gebracht. Und wir werden jetzt starten mit den Zerlegearbeiten an dem T4. Das heißt, er wird innen und außen komplett zerlegt, sowie auch am Unterboden. Beim Unterboden gibt es noch diese Besonderheit, der Motor bleibt drinnen. Wir werden aber die Achsteile hinten und die Achsteile vorne werden wir demontieren und zerlegen. Und dann werden diese gesandstrahlt und auch pulverbeschichtet. Ja. Nachdem wir das getan haben, der Bus also in der Karosse vorne steht, wird er dann eisgestrahlt. Also der Unterboden des Busses wird eisgestrahlt, um weiteren Rost zu identifizieren. Und dann sprechen wir mit dem Kunden und werden die neuen Sichtbereiche auch auswerten. Genau. Ja, und nachdem wir das getan haben, geht der Bus dann in die Karosserieabteilung und wird instand gesetzt im Bereich der Karosserie. Und ja, nachdem das erfolgt ist, werden wir den Unterboden neu beschichten mit den ersten drei Schichten unserer Farbe. Und dann geht der Bus zum Lackierer. Ja, und dann wird er nachher auch schon wieder komplettiert. Ja, sehr gut. Ja. Komplettierung ist auch ein gutes Stichwort, ja. Weil wenn ein Bus zu uns kommt, haben wir einen Standardprozess, den wir verfolgen. Wir arbeiten mit einem standardisierten Annahmeprotokoll, was wir haben. Und um das soll es heute eigentlich dann auch hauptsächlich gehen. Ne? Dass wir einmal zeigen, wie es abläuft, was wir machen. Und da führst du uns jetzt auch einmal durch. Genau. Wenn der Kunde bzw. ihr uns euren Bus bringt, dann gibt es ja viele Wünsche, die ihr auch schon in eurem Kopf habt. Und dafür haben wir ein Annahmenprotokoll entwickelt. Da wird der Ist-Zustand des Busses dokumentiert. Wie kommt der Bus jetzt tatsächlich? Wie steht er hier? Ja. Und auch schon so die ersten Wünsche des Kunden werden dann halt auch dokumentiert, damit wir halt auch wissen, in Vorbereitung auf Erarbeitung des Auftrags, was wir schon mit einfließen lassen können. Ja. Genau. Und das haben wir bei Rico auch getan. Mhm. Ja. Okay. Ich habe euch hier mal ein Annahmeprotokoll von uns mitgebracht. Das ist fahrzeugspezifisch aufgebaut. Also wir haben jetzt hier eins für einen T4, wir haben das aber auch für einen T3. Ich möchte euch davon mal ein paar Sachen zeigen am Fahrzeug, die wir mit dem Kunden besprochen haben. Dazu gehen wir einmal nach vorne. Okay. Ja, und zwar hat Rico bei der Abgabe seines Busses den Wunsch geäußert, das Leuchtmittel zu ändern. Er hätte gerne ein LED-Leuchtmittel. Ja. Das ist aber nicht möglich beim T4. Das hat keine Straßenzulassung, weil es dafür nicht die passenden Scheinwerfer gibt. Ja. Also noch nicht. Vielleicht ist da in der Zukunft mal was möglich. Sodass wir Rico eine Alternative anbieten möchten. Und zwar
kann man die Leuchtkraft dieser H4-Scheinwerfer verbessern, indem man einen sogenannten H4-Booster einbaut. Ja. Das ist eigentlich nur ein anderer Kabelsatz, der dafür sorgt, dass die Spannung vom Fahrzeug nicht über den Lichtschalter an die Scheinwerfer abgegeben wird, sondern per Relaisschaltung separat. Das heißt, dort liegen nicht nur 12 Volt an oder 11,5 Volt, sondern wirklich die vollen 12, noch was Volt. Ne? Und demzufolge verbessert sich auch die Leuchtkraft. Ja. Ne? Cool. Ein Punkt, den wir besprochen haben, den wir vorher schon mit einfließen lassen können. Ja. Des Weiteren haben wir uns auch bei der Annahme die Scheinwischerarme angeguckt, ne? So vom Zustand her optisch, weil wenn so ein Bus komplett lackiert wird, fragen wir die Kunden halt gerne, soll sowas erneuert werden oder nicht. Mhm. Und da war sein Wunsch dann auch, weil die sind optisch nicht mehr ganz so schön. Sie haben gerade an den Scharnieren und so, da haben sie so leichte Roststellen. Mhm. Und da war sein Wunsch auch, wenn es die noch neu gibt, erneuern wir die. Mhm. Muss man nicht tun, ne? Man kann das auch so lassen. Mhm. Man kann sie auch lackieren, man kann sie auch Pulver beschichten, also da gibt es mehrere Wege. Ja. In diesem Fall einmal der Wunsch erneuern, wenn möglich. Ja, explizite Rico-Wünsche. Ich finde die eigentlich noch ganz schön. Ja, sie sind auch nicht sonderlich schlecht, aber Macht ja Sinn. Wenn wir bei sind, können wir das machen und wenn der Kunde sich das wünscht, dann auf alle Fälle. Kann man halt tun. So, dann gehen wir mal hier weiter. Mhm. Ich mache mal die Schiebetür auf. Dann gehe ich mal zur Seite. Rede ich mal von mir. So. Der Innenbereich. Wie man sehen kann, wurde das Fahrzeug auch benutzt, ne? Als Baufahrzeug, als Transporter, und die Seitenverkleidungen sind halt schon defekt. Da war jetzt sein Wunsch, dass wir die erneuern und nicht nur erneuern, sondern auch etwas verbessern. Mhm. Ne? Am besten irgendwie so aus Birkensperrholz und auch 6 bis 8 mm stark. Ja. Dazu werden wir mit dem Tischler sprechen und ihm dafür ein Angebot unterbreiten, und dann kann er entscheiden, will er das oder will er das nicht. Ne? Auch ein Punkt. Was ich an dieser Stelle nochmal mit einbringen möchte, wenn wir diese Verkleidung demontiert haben, dann bietet es sich ja an, gleich die Karosserie mit zu dämmen. Mhm. Nun ist es standardmäßig so, dass wir die oder den Kunden fragen, ob er das möchte, und dann verbauen wir so einen Kältekautschuk, ja, 19 mm stark. Rico überlegt, zusätzlich dazu Alubutyl vorher noch im Untergrund zu verkleben. Und da möchte ich euch gerne mal fragen, wie ihr das seht, ob das Sinn macht. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das hilft Rico vielleicht auch bei seiner Entscheidung. Genau. Und ja, das einmal zum Innenbereich. Ja, sehr gut. Das sind ja so ein paar Sachen, die Rico sich da wünscht. Mhm. Hat Rico sonst noch irgendwelche interessanten Themen geäußert? Ja, durchaus. Da gibt es noch ein paar interessante Sachen. Und zwar können wir eigentlich gleich mal hier bleiben, wenn wir uns diesen Türgriff angucken. Dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen dichter drauf filmen. Der ist vom optischen Zustand her sehr angegammelt. Mhm. Ne, sieht nicht mehr so schön aus. Ähnliches wie mit den Scheibenwischern. Kann der Kunde entscheiden, möchte er die neu haben oder nicht. Mhm. Und Rico hat sich dazu entschieden. Also er möchte die gerne erneuert haben. Aus zweierlei Aspekten. Dieser Bus besitzt eine originale Zentralverriegelung mit Fernbedienung am Schlüssel. Ja. Die ist im Laufe der Jahre kaputt gegangen, sodass seine Werkstatt vor Ort ihm so eine Zubehör-Fernbedienung angebaut hat. Mhm. Das gefällt ihm nicht. Ja. Kann ich nachvollziehen. Man möchte es gerne original haben. Sodass wir einerseits jetzt erstmal auf die Suche gehen, warum funktionierte die originale Fehlersuche nicht? Ja. Auf der anderen Seite dazu gleich auch diese Schlösser erneuern, weil da gibt es neue Schlüssel zu. Da müssen die Schlösser angepasst werden und so weiter. Das ist so ein Gesamtpaket, um einmal das Schließsystem bei diesem Bus wieder in Originalzustand zu bringen. Mhm. Ja, das war ihm ein ganz, ganz wichtiger Wunsch, und dem kommen wir natürlich nach. Klar. Ja. Dann haben wir noch eine Besonderheit. Gehen wir mal nach hinten weiter. Die Stoßstange hinten, wie man hier sehen kann, müssen wir mal auf diese Seite. Das Seitenteil ist ja hier auch beschädigt. Das wird während den Karosseriearbeiten ja instand gesetzt. Und die Stoßstange ist auch defekt. Die hätte er auch gerne erneuert.
Die gibt es auch noch, also die bekommen wir auch noch als Originalteil. Mhm. Die kann nicht lackiert werden, die ist in der Farbe Graphit, das war beim Transporter so. Die wird erneuert. Dann haben wir den Fall, dass die originalen Alufelgen pulverbeschichtet werden sollen, mhm, im Originalfarbton oder dem sehr nahe kommt. Ja. Es ist ihm da nicht ganz so wichtig, ob genau der hundertprozentige Originalton getroffen wird, ja, aber recht nahe. Ne? Dann einmal frisch werden. Genau, einmal frisch werden. Und der Vorteil vom Pulverbeschichten ist auch noch, dass ein höherer Stoßschutz gegeben ist, mhm, gegenüber dem Lackieren. Ja. Ne? Das war ihm auch nochmal wichtig. Deswegen hat er sich fürs Pulverbeschichten entschieden. Ja. Okay. Ne? Ähnlich wie wir das bei den Achsteilen machen. Genau. Ja, dann gucke ich mal auf meine Liste, was wir noch so mit Rico besprochen haben. Ja. Besprechen ist eigentlich auch ein, ja, gutes Stichwort, oder? Ja. Die drei Punkte. Ja. Dazu haben wir, glaube ich, Videomaterial, wie du mit Rico, ja, live und in, genau, Farbe die einzelnen Punkte besprochen hast. Genau, richtig. Dann macht das doch Sinn, dass wir das vielleicht einmal kurz einblenden, ja, und zeigen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie es ungefähr abläuft in so einer Annahmesituation und wie Steffen vorgeht, ja, ein Gefühl für die Kommunikation vielleicht auch entwickelt. Und nach der Sequenz geht es gleich noch ein Stück weiter. Genau. Türgriffe. In welchem Zustand befinden sich dann die Türgriffe? Ja, Gebrauchsspuren, ganz normal abgegriffen. Man kann Glück haben, bis vor kurzem gab es die Türgriffe teilweise alle noch original neu, im schönen Schwarz. Möchtest du die erneuert haben? Sollen die wenn, so bleiben? Wenn neu da, ja. Türgriffe Zustand nicht erneuern. Okay, wenn nicht, müssen wir sehen, gucken, was wir machen. Ne? Ob wir, ja, sie lackieren oder, ja, so was. Ja. Schlösser. Hast du jetzt hier gerade einen Schlüssel für alle Türen oder hast du zwei Schlüssel? Ja, genau, auch ein Problem, hatte ich mir, ja, aufgeschrieben. Ja. Am besten, es gibt ja diese originale Fernbedienung am Schlüssel. Mhm. Die hat aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, hat auch der Schrauber nicht mehr zurückgesetzt gekriegt, keine Ahnung, was da los war. Und hat mir jetzt die zusätzliche Fernbedienung eingebaut über dieses Ding. Wo die Schlösser sind auch alle zurechtgefuscht jetzt. Das heißt, du hast auch eine neue ZV reingekriegt, also neue Stellmotoren und sowas? Weil wenn er eine Zubehör-Fernbedienung verbaut, ja, an ein originales ZV-System, das lässt sich glaube ich nicht annehmen. Nee, dann musst du ja dann auch was... Weil du sprichst ja quasi von dem originalen ZV-Schlüssel, ne? Der nicht mehr funktioniert. Genau. Ja. Das ist ja hier. Das ist ein Zusatzding. Ja, das ist das steuert den Kram jetzt an. Ja. Achso, und du meinst... Das hätte ich gerne wieder im Originalzustand zurückgesetzt. Die beiden, ja, Schlüssel? Ja. Nee. Das hättest du gerne? Ja. Das wäre Weltklasse. Ja, das klingt gut. Das gucken wir uns mal an. Also, aber der Schlüssel an sich ist gleichschließend für alle Schlösser, ne? Ja, aber die Schlösser werde ich einmal alle erneuern, ja, weil die, ja, die sind irgendwann mal erneuert worden. Und dann passte das irgendwie, oder... Nee, ich glaube... Wie war das denn? Das war, glaube ich, so, das hing mit der Fernbedienung zusammen und dann passte der Schlüssel nicht mehr in alle Schlösser, ich weiß das gar nicht mehr. Und dann jetzt, er hat aber irgendwann dann nochmal einen Satz neue Schlösser gekauft, die kosten, die sind dann irgendwie so, also angepasst worden. Er hat dann einen Schlösser rumgefummelt, damit das, ja, passt jetzt, aber ich finde das frischig. Am besten aber neuer. Schlüssel. Achso, Schlüssel gibt es auch neu noch von VW oder was dann? Glaube ich eher nicht, oder? Na doch, wir können das. Also zumindest ging es letztes Jahr noch, dass wir vielleicht mit vier Kunden einen Schlüssel noch über VW auch, das müssen wir halt auch über VW bestellen. Ja, so nicht. Haben anfertigen lassen. Ja. Aber das, da setzen wir uns nochmal mit. Ja. Aber das ist nicht Krampf in der Anlage. Dazu, ja, wie wir das umbauen müssen und wir müssen uns halt einmal angucken,
Was ist jetzt das Problem, warum die originale ZV nicht mehr ging? Das müssen wir halt einmal prüfen. Das war wahrscheinlich, da war einmal die Spannung runter, da war einmal der Akku leer und er hat wahrscheinlich einfach diesen Code nicht mehr einleeren können. Ich habe das ein paar Mal selber versucht und der Schrauber hat das wohl auch nicht hingekriegt. Also das ging bis irgendwann mal die Batterie hier tief entladen war. Und dann ging es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass auch einer mal ein bisschen Zeit nimmt. Aber dadurch, dass ich halt weiß, dass die Schlösser so ein bisschen angepasst worden sind, dass die jetzt mit einem Schlüssel gehen, weil früher hatte ich, glaube ich, sogar zwei Schlüssel dran. Genau, so war das. Ich hatte den Zündschlüssel dran, ja. Und die Schlösser mussten auf irgendwelchen Grund ausgetauscht werden. Wahrscheinlich wegen der neuen Fernbedienung, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der Schlüssel nur noch für das Zündschloss gepasst. Ich habe einen zweiten Schlüssel gehabt, der für die Schlösser gepasst hat. Und über die Fernbedienung konnte ich auf und zu. Wenn Sie die erneuert haben und das Zündschloss nicht, dann ist das Schlüssel. Das wollten Sie eben nicht erneuern. Genau. Ja. So, und dann habe ich wieder eine funktionierende Fernbedienung über diesen Zusatzbutton da gehabt, über diesen Anhänger. Und irgendwann hat er mir beim Ohr, hat er mir diese restlichen Schlösser an diesen Schlüssel angepasst, indem man an diesen Stiften darum. Ja, genau. Da kann man und das merkt man aber, das hakt dann und das will ich weg haben. Das will ich am besten einmal neu. Was ist hier montiert? Montiert ist Alu Original. Reserverad ist ja dann auch Alu Original. Zusätzlich angeliefert? Drei. Dreimal Alu? Alu Original, ja. Dreimal. Vier. Drin liegen ist glaube ich noch drei. Haben wir den angeschoben? Mal reingucken. Die haben wir nicht reingeschoben. Ja, drei. Aber ich finde, die kann man gleich wegschmeißen. Was war jetzt nochmal der Grund, warum ihr jetzt die drei gleich mitgebracht habt? Das hängt damit zusammen, dass ich mir eine kaputt gefahren habe. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das die war. Ich glaube, das war noch eine andere. Ja. Und ich eine neue gebraucht habe. Mhm. Und dann habe ich mir diesen Satz im Internet bestellt. Und da konnte ich nur als Satz bestellen. Also habe ich jetzt quasi 8. Mit dem 8. Genau. Ja. Und 5 brauche ich jetzt, aber wenn wir jetzt einmal dabei sind, würde ich sagen, die entsorgen wir und ich will die auch neu gepulvert haben und neu gemacht haben, wie bei Claudia. Ja. Aber in Originalzustand. Also auch wieder in Silber lackieren. Ja, würde ich sagen. Okay, also nicht nur die du hier drinnen hast, sondern auch die Felgen alle einmal aufarbeiten. Ja, alle. Das sind ganz Jahresreifen, ne? Ja. Ganz Jahresreifen und das sind Winter, ne? Also im Prinzip 8-mal Reifen, 8-mal Felgen. Nee, 7-mal machen, weil die schmeißen wir weg. Die fällt doch bitte ins. Achso, ja. Können wir gleich mal kennzeichnen. Ja. So, montiert Alu. Weil dann habe ich ja 2 vollwertige Ersatzfelgen, wenn ich mal wieder was kaputt mache. Ob wir jetzt da 5 oder hinschaffen oder 7, finde ich das. Dann würde ich auch sagen, dass wir die Lackier cool sind. Ne? Ich weiß nicht, wie das für die Mal gemacht wird. Ja, Lackier. So, wo ist der Unterschied? Ich dachte mal, Pulvern hält länger. Ja, nach Pulvern ist, wir müssen mal mit einer Pulverfirma sprechen, ob wir da genau den Farbton treffen. Wenn wir jetzt original, sehr am Original sein wollen, dann würde ich Lackieren empfehlen, weil wir dann den Farbton anmischen können. Und beim Pulvern gibt es Raltöne. Das heißt, man wird wahrscheinlich nicht höchstwahrscheinlich genau den Ton treffen. Das ist so der Unterschied. Ansonsten ist eine gepulverte Felge stoßunempfindlicher. Dann ist gepulvert. Trotzdem. Auch wenn der Ton nicht ganz passt. Das okay. Ich will ja keinen Schreck mal am Originalton anpassen. Originalton anpassen. Und da kannst du eigentlich schreiben 5 fürs Fahrzeug plus 2 für die haben wir jetzt hier ein Stück Kreide. Ne, ich nehme mal die Kreide, dann kennzeichne ich das gleich mal. So, dann haben wir das schon mal kennzeichnen. Und Bereifung muss ich mir jetzt einfach notieren, dass hier drauf ist. Ganz klar ist.
Reifen. Wie viel braucht man denn so? Ich weiß es nicht. Ja, 3 mm. Gesetzlich bei Sommerrädern 1,4, bei Winterrädern. 1,4 mm oder Zentimeter? Millimeter. Also Zentimeter. Also 1,4 mm bei Sommerrädern. Ja. Und ja, man sagt 3 bei Winter. Ja. Aber ich gucke jetzt mal, das sind ja ganz jahres Räder. Da vorne ein bisschen mehr runter. Und wie alt sind sie? Von 2019, ne? Ja. Habt ihr die 19 schon mal machen lassen? Ne? 2 Jahre alt, ich meine, das geht. Ist jetzt die Frage, wir können die wieder draufziehen. Es geht vom Profil her noch? Nein, 4x9. Auf Reserverad kann man drauflassen, vielleicht. Ne? Der neue dann sowieso alle 7. Ne? Bei den anderen würde ich jetzt, wäre ich jetzt vorsichtig stellen. Bei denen hier? Bei den Reservedingern. Weil dann brauche ich eigentlich nur die Felgen. Da kann ich mir ja. Ja. Weil wenn ich jetzt hier einen draufziehe, der liegt dann 5 Jahre hier drauf und dann brauche ich die mal. Also man nur für uns. Ja, nur fürs Fahrzeug. Ja. Die anderen will ich einfach nur die Felgen geprüft haben einmal. Ne, der ist auch hier angefahren. 5-mal. Ja. 5-mal vom Bus. Willst du denn draußen wieder Ganzjahresreifen haben oder willst du so hier? Schornstein vorne hinten. Das ist Plastik, das ist Transporte, Schornstein. Defekt. Das ist die lackiert. Und lackiert man dann diese Plastikteile? Diese Plastikschornstein können wir nicht lackieren. Gibt es da welche für die man lackieren kann? Ich weiß jetzt nicht. Es gibt. Nee, das passt nicht, weil der Aufbau bei dem, bei dem anderen Synchro ist anders als bei denen. Also wenn, dann können wir nur gucken, ob wir wieder neue schicke Stoßstangen kriegen oder ja, die reparieren lassen. Das weiß ich halt nicht, aber er sieht schon sehr neu. Also wenn dann... Weil die haben ja einige Unfälle hinter sich. Das hier ja. Einer ist wirklich weggefahren, da hat einer ist wirklich weggefahren. Und hier ist einer selber mit rangefahren. An den Gruppi bin ich da dran gefahren, rückwärts. Auf meinem Hof. Rückwärts aus dem Hof. Hat die vorne auch schon ähnlich? Ja, bestimmt. Oh, die sieht noch gar nicht so schlecht aus. Jetzt die Frage. Na gut, so eine Stoßstange kann man ja immer wechseln. Ja? Kann man, aber wenn wir die Brust zerlegt haben und angemessen die Nebelscheinwerfer rein und so weiter. Ne? Mhm. Also kleiner Aufwand ist es schon. Es ist jetzt uns zu überlegen, was hier kostet so. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde hier bei der Stoßstange, die hat hier unten noch ein paar Kratzer. Ja. Wir können gucken, ob wir sie erneuern. Ansonsten können wir versuchen, ob wir sie aufbereitet kriegen. Ach, das geht auch. Auf jeden Fall schwarz sollten wir sie wieder schön kriegen, schön glätt, also dass sie wieder schöne Farbton hat. Aber das ist ja, Plastik, ne? Ja. Wenn du da drauf umschleifst, hast du. Nee, da gibt es spezielle Poliermittel für. Unser Aufbereiter hat da spezielle Mittelchen, womit er das machen kann. Aber wir müssen uns auch, wenn wir die abgebaut haben, mal gucken, ob sie irgendwo Risse hat. Aber da muss ich auch sagen, so, ja, erstens ist es wahrscheinlich, wir gehen irgendwie Weichmacher auch raus auf Zeit. Ja. Und das Aufbereiten kostet halt vielleicht auch Geld. Ne? Ja. Aufbereiten ist so, ich sag mal, wir reden ja, wenn der Bus nachher das ist, ist sowieso eine komplette Aufbereitung. Der wird ja einfach schick gemacht, so wie ich glaube. Und da, in dem Rahmen, kann der Aufbereiter sich auch den Stoßstand widmen. Ich schreibe mal tendenziell 9. Ja, ich schreibe mal rauf vorne. Genau. Tendenziell 9 hinten. 10, 2, 9. Ja, Leute, Augen auf im Straßenverkehr, insbesondere beim Rückwärtsfahren. Ich hoffe, die Freundschaft zwischen Rico und seinem Kumpel hat nicht gelitten, aber dem Lächeln zufolge nicht. Und ja, lasst uns mal weitermachen. Chevy, was haben wir noch für Punkte? Ja, wir haben noch so 2-3 Sachen. Und zwar wünscht sich Rico noch die Nachrüstung einer Luftstandheizung. Eine Edelstahl-Abgasanlage wird noch verbaut. Und wir gucken mal vorne rein. Dazu folgt mir nochmal. Die Fahrersitze sind ja in einem recht schlechten Zustand. Ein bisschen und, durchgenudelt. Richtig, aber der Transporter wurde halt auch benutzt. Ne? Ja, definitiv. Genau. Ja, und die Sitze werden neu gepolstert, aber nicht mehr in diesem Kunstleder, sondern er möchte was
sagen wir mal, also was aus Stoff, dem Original sehr nahe, einmal neu gemacht und ja, das werden wir auch angehen. Ja, cool, sehr schön. Ja, dann habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen in so eine Annahme bei uns, wenn die Restaurierung ansteht. Im nächsten Video geht es dann bereits los mit dem Auftrag. Es wird um die Fehlersuchen gehen, die wir vor der Zerlegung einmal durchführen, um einmal Klarheit reinzubringen, was die Fehler sind, damit wir beim Zusammenbau entsprechend vorbereitet sind. Und T4 Nigo wird zu sehen sein und euch Stück für Stück mitnehmen bei der Zerlegung des Busses und auch, denke ich, das ein oder andere Selfie machen. Also, seid gespannt, freut euch drauf, wir freuen uns auf euch. Schaltet ein, kommentieren, bei Fragen schreiben. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüssi.